Olaf Bornack würde am liebsten schon starten. Wir stehen auf dem Parkplatz am Waldkater und Lauftrainer Waldemar Czapinski gibt den Teilnehmern des wöchentlichen Lauftreffs letzte Anweisungen. Gruppen sind gebildet und die laufen dann halt verschiedene Strecken, je nachdem, was man halt für ein Leistungsvermögen hat, das 45 Minuten lang und danach dann halt noch Dehnübungen. Während die anderen starten, erzählt Olaf Bornack von seiner Laufleidenschaft. 13 Marathons in nur 3 Jahren, 100 bis 120 Kilometer läuft er in der Woche, jeden Tag außer Montag. Der große, schlanke 47-jährige Bankangestellte ist so zum Schokoladenesser geworden. Weil man einfach die Kalorien braucht. Den Himmelswegelauf nimmt er jedes Jahr mit. Nach dem Mitteldeutschen Marathon sein liebster Lauf. Das Ziel ist dann oben an der Arche. Das ist halt wirklich super. Dann man läuft den Berg halt quasi rauf als Schlussanstieg. Sehr, sehr anstrengend sicherlich. Am Ende nochmal so Kanten zu haben. Aber das entschädigt dann auch. Dieses Jahr wird er erstmals nur 10 Kilometer laufen, zusammen mit seinem Sohn. Der ist erst 9 und beginnt nun auch mit dem Medaillensammeln. Wir sammeln die, sind zwar in dem Sinne jedes Jahr ähnlich, aber lässt sich halt der Veranstalter von Mal zu Mal mehr einfallen. Also dieses Jahr ist dann erstmals mit Medaillengravur, also wo man dann seine Zeit und seinen Namen drauf gravieren kann. Waren die Vorjahre nicht gewesen dann, aber das ist halt wirklich schön. Dann ist Olaf Bornack nicht mehr zu halten. Die anderen hole er schon ein, sagt er, und trabt los. Rein in den Wald, rein in die Natur.